sozusagen das Drohpotenzial des Volksentscheids am Schluss stehen. Wenn das wäre, würden die sich in Frankfurt und in Stuttgart und Berlin ganz anders mit uns unterhalten über das, was sie da vorhaben zu planen. Das Plebiszit, das sehe ich schon, lässt keinen Raum für Verhandlungen, lässt keinen Raum für Kompromisse. Ich habe im Parlament jahrelang Gesetze behandelt, wo man aufeinander auch zugeht. Sie haben 150 Paragraphen. Und im ersten Durchgang in den Ausschüssen wird alles, was nicht richtig ist, ausgesondert. Dann sind es von den 150 auf einmal nur noch 50. Und im zweiten Durchgang haben wir immer die 6-8 Paragraphen. Die waren für 6, wir waren für 8 verhandelt. Meistens haben wir uns quantitativ irgendwo bei 7 geeinigt. Und im dritten Durchgang blieben dann von 150 Paragraphen die 4 oder 5 Klopse übrig, da wo es wirklich ernst war. Und wo es um grundsätzliche Fragen ging. Das leistet ein Parlament. Dazu ist das parlamentarische Verfahren vernünftig. Das können Sie nicht im Plebiszit machen. Aber eine einzelne Ja-Nein-Frage, die können Sie sehr wohl im Plebiszit machen. Und da muss man überlegen, wie man das mit unserer parlamentarischen Demokratie vereinbaren kann. Ich glaube, wir können das schaffen, auch wenn wir niedrigere Quoten für das Bürgerbegehren, für die Forderung nach dem Bürgerentscheid machen, dann aber hohe Quoren für den Bürgerentscheid. Nicht, dass eine kleine Minderheit wie in Hamburg mit 20% der Wahlberechtigten dann sich über das, was das Parlament, was eine viel breitere Grundlage hat, im Schulgesetz, in der Schulgesetzgebung hinwegsetzen kann. Man muss auch sehen, dass das Plebiszit sozial ausgrenzend ist. Das Plebiszit wird immer, auch in der Schweiz, alles beweist es, das Plebiszit wird von den Mittelschichten, oberen Mittelschichten, der Oberschicht wahrgenommen. Und es ist natürlich dem Einfluss des großen Geldes durch Anzeigenkampagnen und genauso unterworfen wie das Parlament. Also insofern fand ich die Stellungnahmen, die es aus den Reihen der Unternehmerverbände gab, um Gottes Willen, das parlamentarische Verfahren würden hier in Deutschland durch Stuttgart 21 kaputt gemacht, etwas komisch. Ich habe mir dann überlegt, wahrscheinlich wissen die, dass es sehr viel teurer ist, das ganze Volk zu bezahlen als einzelne Abgeordnete und Beamte. Aber das hat sich ja nun, die haben sich nur zurückgehalten. Für uns ist am Schluss die Frage, was passiert da, was ist da in Stuttgart geschehen, wirkt sich das aus? Man weiß das wirklich nicht vorher. Wird sich was ändern in der Republik? Wird das, wenn wir es bei den Wahlen merken, aber kann das eine Veränderung auch unseres demokratischen Organisationssystems sein? Ich würde das für keine Schwächung, sondern für eine Stärkung halten. Vor 2 Jahren haben wir mit Heiner Geißler in Stuttgart im Staatstheater über die RAF diskutiert und 68 und folgende, was da los war. Und irgendwann hat der Geißler gesagt, also das muss ich euch sagen, wir in der CDU, wir haben damals nicht gemerkt, 68, was da losging. Wir haben es überhaupt nicht begriffen. Und dann hat er gesagt, vielleicht begreifen wir es heute auch nicht. Und das fand ich ganz hoffnungsvoll. Vielen Dank für Ihre Geduld und für Fragen, die haben Sie noch. Zu dem Landtag wollte von mir nichts wissen.
die waren stramm für Stuttgart 21, obwohl sie in der Opposition sind. Die einzigen, die lernfähig waren, waren die Grünen. Die waren ja bis Anfang des Jahrtausends für Stuttgart 21. Und als die Kritik kam und die Rechnungen, haben die Grünen dann gesagt, nee, das machen wir nicht mehr mit. Und sie sind bei der Stuttgarter Gemeinderatswahl, das ist vor 2 Jahren Stadtteilfraktion im Stadtrat geworden. Das heißt, 7 war das Bürgerbegehren. Jedenfalls, im Moment sagen die Umfragen sind keine Wahl, auch dass die Grünen jedenfalls in der Landtagswahl deutlich gestärkt haben, weil das Thema weit über Stuttgart hinaus eine Rolle spielt. Jetzt zu der sogenannten Schlichtung. Ich sage sogenannte Schlichtung, weil Heiner Geißler, als er kam, und er war aufgefordert als Vermittler, so hat der Ministerpräsident im Landtag gesagt, und so hatten die Grünen vorgeschlagen, als Vermittler zu agieren. Er hat bei der ersten Pressekonferenz im Wohnungsbahnhof gesagt, Schlichtung. Und da hatte er Erfahrung, er hat viele Tarifkonflikte geschlichtet. Und im Tarifkonflikt, bei der Schlichtung geht es zwischen zwei Arbeitgebern, Arbeitnehmern, noch einen Urlaubstag mehr, ein bisschen Weihnachtsgeld mehr, einen Mittelweg zu finden, der für beide erträglich ist. Wir haben aber im ersten Gespräch zu Geißler gehört, es gibt keine Schlichtung hier, es gibt keine Verträglichkeit. Sie können nicht den Tiefbahnhof bauen und den oben bauen, sondern hier geht es um ein Entweder-Oder. Sodass wir uns dann mit ihm geeinigt haben auf den Begriff Faktenschlichtung oder Faktencheck, die Fakten also öffentlich zu erörtern. Und das hat schon geholfen. Also Phoenix hat hinter der Mitteilzeit, wir haben noch keine hohen Einschaltquoten, aber das seien die besten Einschaltquoten gewesen, die sie je gehabt haben mit der Übertragung. Es ist ja tagelang gelaufen und zig Leute haben es angeschaut. Und es ist sehr viel geklärt worden, was wir sonst nicht in die Öffentlichkeit gebracht hätten. Es war unter uns, im Aktionsbündnis, sehr umstritten, ob wir da reingehen oder nicht. Natürlich, aber wir haben gesagt, da haben wir eine Plattform, auch um unsere Kritik wirklich öffentlich zu machen. Und dazu hat etwas beigetragen, was Geißler, und da muss ich ihn loben, was Geißler bewirkt hat. Er hat gesagt, ihr habt doch auch Professoren, Gutachter und Leute, die da für euch arbeiten. Wer zahlt die denn nun? Und es geht doch nicht, dass die von der Stadt und vom Land und von der Bahn, die hochbezahlten Profs da und eure, und dann hat er durchgesetzt beim Ministerpräsidenten, dass das Land für unsere, die Gutachter der Gegner, bezahlt hat. Reisekosten, Übernachtungskosten, Tagegelder und Gutachterkosten. War ein erheblicher Betrag, sodass ich daraus gelernt habe, wenn man zukünftig sowas macht, muss man sorgen, dass beide Seiten einigermaßen auch auf Augenhöhe miteinander streiten können, denn ohne unsere Gutachter hätten wir das gar nicht geschafft. Ich glaube, also das Verfahren kann durchaus Modellcharakter haben, in einer strittigen Lage die Fakten zu erörtern. Geißler war dann bei seinem Schlichterspruch einmal sehr stark Und er war lange Generalsekretär der CDU und ist mit der sehr verbunden. Das verstehe ich noch. Und er war Jurist, also von Planung versteht er nicht so viel. Hat da ein paar Sachen eingearbeitet, die Vorschläge, in seine Vorschläge, die nicht so durchüberlegt sind, auch standhalten. Trotzdem haben wir gesagt, wenn ihr das Ding bauen wollt, und ihr habt dem Schlichterspruch zugestimmt, wir haben nur gesagt, die Bedingungen, wenn ihr das bauen wollt, sind richtig, dann müsst ihr die Bedingungen auch einhalten. Und die heißen 9. und 10. Gleis, Genehmigung der sehr schwierigen Filterstrecke und neue Kostenbereiche und Stresstest der Bahn, die muss nachweisen, dass das Ding fährt. Wenn ihr das alles schafft, dann baut das. Aber bis jetzt ist nicht absehbar, dass die das schaffen. Und jetzt kommt ja erstmal die Landtagswahl. Ein Argument pro ist ja gewesen, dass es heißt, wenn die politische Entwicklung dazu führt, dass also Stuttgart 21 nicht mehr auf der Tagesordnung ist, dass dann auch für jedes andere Projekt die Finanzierung weg ist. Und dann könnte man auch das Gegenprojekt nicht bauen. Wie sehen Sie das? Und da gibt es dann, allein 1,5 Milliarden Kosten, um das Projekt sauber zu stoppen und die Ansprüche, die juristischen Ansprüche, die es dann gibt, zu befriedigen. Zum Beispiel die Stadt Stuttgart zu entschädigen, die dann diese Flächen die nicht in dem Umfang frei werden, nicht verplanen und wieder verkaufen kann. Was ist dazu zu sagen? Also überhaupt, die Verträge seien unauflösbar. Und jeder, der über Arbeitsverträge und Wertverträge und Mietverträge Bescheid weiß, jeder Vertrag ist auflösbar im Einvernehmen. Und wenn hier einer der Parteien, in diesem Fall das Land oder die Stadt, sagen würde, wir sind nicht mehr dabei,
Dann gibt es zwar einen Streit, aber es sind drei öffentliche Träger. Die Bahn ist im öffentlichen Eigentum. Die tun zwar so, als sei sie privat und der Bundesverkehrsminister sei ihr Angestellter, aber in Wirklichkeit ist die Bahn ein öffentliches Unternehmen und die Bundesregierung muss die Bahn dann anweisen und sagen, wir suchen einen Kompromiss. 1,5 Milliarden, also wir schätzen, es wird alles zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde sein. Selbst 1,5 Milliarden wären dann natürlich noch billiger, als das Ding so fertig zu bauen. Und das wird preiswerter, das habe ich gezeigt, das können Sie in Schritten machen. Natürlich ist das Geld da, wenn das Geld für das eine da ist, muss auch für das andere da sein. Unser Argument auch, und morgen Abend bin ich in Freiburg und versuche es den badischen Schwestern und Brüdern zu erklären, es gibt in Baden-Württemberg dringendere Vorhaben, zum Beispiel die Rheintalstrecke, die für den Güterverkehr endlich leistungsfähig gemacht werden muss, für die Strecke also Hamburg-Italien. Die Schweizer haben ihren Teil geleistet, der Gotthardtunnel wird fertig. Wir sind völlig im Verzug, weil das ganze Geld hier in diese Stuttgarter Geschichten reingeht. Und von daher glaube ich, dass, also wenn wir das zu Fall bringen, muss ja nicht die Wahl sein, das kann auch an eigenen, also da sind noch technische Probleme und Genehmigungsprobleme drin, die noch lange nicht gelöst sind. Es kann auch an anderen Gründen scheitern. Das Projekt, das wünsche ich, dass es scheitert. Wenn es denn scheitert, dann hört es ja nicht auf. Sondern dann muss ja der Bahnknoten Stuttgart in jedem Fall modernisiert werden. Und der Bahnhof, in den die Bahn seit 15 Jahren nichts mehr rein investiert hat, sie hat den nur scheißlich weiß angepinselt, da muss sie halt da auch hier gehen. Sie hat jahrelang Gelder aus dem Bahnhof. Das sind ja Bahnhofsgebühren. Jeder Zug muss da Gebühren zahlen und die Miete und was alles drin ist. Die Bahn hat immer nur kassiert und hat nichts reingesteckt. Insofern wird die Bahn sich, was Entschädigung anbetrifft, auf eine harte Auseinandersetzung gefasst machen. Gut, dann, das ist jetzt die Einladung an das Plenum. Da hinten kommt sie nach vorne.